Hallo und herzlich willkommen zu einer schönen neuen Runde Banished. Ja, nachdem ihr mir... Ach, ich klicke erstmal auf Load, ne, sonst kommen wir nie da rein. Nachdem ihr mir letztes Mal gezeigt habt, dass ihr das Spiel doch noch sehen wollt, mache ich jetzt natürlich fleißig weiter. Wer hätte es gedacht? Ja. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass ihr wieder aufhören sollt zu kommentieren, sondern schreibt hier fleißig Kommentare rein. Zu allem Möglichen, was euch einfällt. Vielleicht sollte es ein bisschen was mit dem Game zu tun haben, das wäre gar nicht mal so schlecht. Gut. Ich habe mir wieder nicht gemerkt, was für Symbole es war. Ich glaube, hier ist keine Materialien da oder sowas. Nee. Das heißt, dass das voll ist, ne? Der stellt Werkzeuge her. Werkzeuge ist auf 350. Wir haben mehr Werkzeuge. Gut, dann stellen wir das mal ein bisschen höher. Dann arbeite ich auch gleich wieder. Wir können mal schon mal hier auf zweifache Geschwindigkeit starten. Früher Winter. Oh ja. Hier ist keiner eingestellt, hier ist auch keiner eingestellt, alles klar. So, ihr habt mir gesagt, ich soll vielleicht noch eine Schule bauen, damit mehr Studenten da sind. Nein, da habe ich noch mehr, die nichts arbeiten und ich bin froh, dass ich jetzt gerade auf 70 was hochgekommen bin. Ey, 70 Leute. Das ist schon einiges, ne? Das geht schon. Ich habe, glaube ich, was vergessen, gerade was umzustellen. Moment, ich muss mal... gerade noch was einstellen, ganz fix. Ansonsten haben wir gleich hier im TS Leute, die uns hier reinlabern und das wollen wir ja nicht. So. Jetzt kann ich weitermachen. Wo ist mein Banish? Da. Wie Zoom. Ja, ich dachte mir, ich zoome mal ein bisschen ran und gucke mir die Leute an. Die haben ja das gleiche an. Guck mal. Das ist vielleicht Zwillinge. Guck mal, die sieht genauso aus wie ihre Mutter. Das ist bestimmt die Mutter da gewesen. So, und wir chillen mal hier so ein bisschen rum. Nein. Was wollen wir eigentlich als nächstes machen? Wir müssen mal hier gucken, dass wir mehr Arbeiter in den Steinbruch und sowas reinkriegen. Wir haben ja noch ein paar Arbeiter übrig. Die bauen auch gerade noch irgendwelche Gebäude, glaube ich. Ich hoffe, meine Nahrungsmittel müssten eigentlich theoretisch reichen. Wir können uns mal den Bierbrauen irgendwann mal widmen. Ich glaube, das machen wir, wenn wir so 100 haben, glaube ich. Das ist, glaube ich, besser. 52% noch mehr. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn die leer sind hier. Das würde ich ja wirklich gerne in Erfahrung bringen. Ja, wir haben genug Laborer. Wir brauchen noch einen Farmer. Oh, sehe ich gerade. Ein Farmer. Was bauen die eigentlich, die Bauer? Wo habe ich denn hier noch was in Auftrag gegeben? Ach, hier hinten, ne? Eieiei. Der Marktplatz und hier das Stokepike ist schon da. Und dann fand ich hinten anfangen, Leute hinzuschicken, ne? Wohnhäuser bauen und so ein Kram. Erstmal muss ich irgendwie genug Steine hinkriegen. Wenn der Winter mal vorbei ist, dann kann ich hier ein bisschen, dann können die hier Steine direkt dahin transportieren. Ne, geil wäre, wenn da irgendwie so ein Haus wäre, so. Wäre schon geil irgendwie. Nicht, dass hier im Winter alle erfrieren. Das ist ja so quasi meine Außenbastion da hinten gerade. Ah, schön. Friedhöfe sehen sie aus. Der hier ist, hat noch ein bisschen Platz. Nicht viel, aber ein bisschen. Der hat auf jeden Fall noch genug Platz. Also läuft bei den Friedhöfen. Hier haben wir jetzt gerade Salat angebaut. Hier Bohnen. Können wir auch mal ein bisschen durchchangen, ne? Wir machen das mal hier auf Potato. Ne, ich glaube, da war letztes Mal Potato. Hier machen wir jetzt Bohnen. Ne. Hier machen wir Potato. So. Hier machen wir, Salat. Hier waren vorher Beans. Da machen wir auch Potato. Und hier haben wir jetzt Potato. Da machen wir dann mal, Salat. So, ein bisschen durchchangen. Einfach nur damit, das Feld immer schön gut läuft. Das sieht auch aus, wenn hier wenn die Pilze und sowas alles schön hier eingeschneit sind. Schön eigentlich. Ja, born. Wieder 4 Kinder geboren. Mein Gott, wie das hier abläuft hier. Ja, jetzt haben wir Winter immer noch. Wir sollten mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, sonst kommen wir ja zu gar nichts, ne? Kommen wir ja zu gar nichts. Ja. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wer von euch dieses Spiel jetzt auch spielt und bei wie vielen Einwohnern ihr aktuell seid. Einfach mal so, um mal ein bisschen so Vergleiche zu haben. Also wie lange spielt ihr schon? In welchem Winter seid ihr? Schreibt mir dabei, also in welchem Winter. In welchem Jahr ihr seid und wie viele Einwohner ihr gerade habt. Das würde mich mal interessieren. Ob ich denn so schlecht jetzt hier gerade dastehe oder ob das eigentlich ganz normal ist oder... Das würde ich mal wirklich... Ja, schreibt es mal hier rein. Also wenn ihr das Spiel spielt, also erstmal ob ihr spielt oder nicht. Und dann in welchem Jahr ihr seid und wie viele Leute ihr habt. Das wäre mal wirklich nice zu erfahren. Einfach nur, damit ich sehe, wie scheiße ich bin. wie gut ich bin. Moment. Ja. So, dem ist ein bisschen kalt, der rennt jetzt nach Hause. Renn schnell nach Hause, bevor du stirbst. Wo wohnst du denn? Am Hintern der Welt. Es ist Spätwinter, hier in Bucklerstadt. Kühe, Schafe und Hühner sind auf der Weide. 8 von 27, das dauert noch ein bisschen, bis das voll ist hier. Legen eigentlich auch Eier? Kriegen wir jetzt hier irgendwie Eier hier in die Futterluke oder was? Ich sehe hier keine Eggs. Seht ihr Eggs? Nee, ne? Wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Feuerholz noch. Wir können mal ein bisschen hier wieder ins Inventar räumen. Ich glaube, aber da ist noch genug drin, oder? Ach, wir können nie genug Feuerholz hier drin haben. Oh, wir haben auch schon ziemlich voll hier. Wir müssten mal sehen, dass wir wieder ein bisschen traden. Stellen wir uns mal auf 400, so. Also 2400 natürlich. Gut. Wir
bräuchten noch ein paar Stonecutter. Da können wir noch mal hier einen dabei räumen. Laborer, also Arbeiter sollten wir auch schon ein paar haben. Haben wir ja jetzt. Ah, wir scrollen mal wieder ein bisschen weiter raus. Hier bauen die schön alles an. Das ist sehr gut. Ja. Ist heute ein regnerisches Jahr. Schon das zweite Mal Regen hier im Frühling. Das ist ja... Ich weiß ja nicht. Wo bleibt denn der nächste Händler? Vielleicht kommt ja mal irgendeiner. Dann gucken wir hier den Fluss hoch. Der kommt immer von oben. Aber manchmal kommt er im Sommer. Da ist er. Da kommt er angerudert. Der kleine Händler. Und er sitzt echt alleine drin. Das ist einer, der hier so mit dem Boot herumrudert. Und wie schnell er rudert, wie ausdauernd er ist. Alter Falter. Der hat bestimmt Armmuskeln wie ein Bär. Oh, was ist jetzt los? Voll das Leck hier. Ich möchte gerne wissen, was da drin ist. Vor allen Dingen, letztes Mal war irgendwie einer mit zwei Kühen oder was. Wo hat er die denn geladen auf diesem kleinen Boot? Na gut. So, das ist gleich da. Heißt für mich, ich gehe schon mal in den Hafen rein und guck mal, was er anzubieten hat. Dann traden wir mal. So, jetzt machen wir mal kurz Pause. So, der hat Corn Seeds, das ist ja schon mal ganz cool, ne? Und Pumpkin Seeds, die würde ich gerne beide haben. Also beide Seeds würde ich gerne haben wollen, einfach um sie anbauen zu können. Also Kürbis, Pumpkin und Corn Seeds, also Mais würde ich sagen. Oder Weizenmann. Oder Corn Seeds kann man dann einiges zusammenfassen. Was geben wir ihnen dafür? Ich würde sagen Feuerholz. Mein Lieblings... Bezahlungsmittel, Feuerholz. Können wir nicht auch mit hier mit Werkzeugen oder sowas? Haben wir noch welche? Ne, habe ich alle rausgenommen, ne? Item Tools. 400 habe ich auch da drin, so ist es nicht. Aber ich habe natürlich sehr viel mehr Feuerholz. Einzeln? Ernsthaft? Wieso macht er das denn einzeln? Das war doch vorher nicht so, da hat er doch immer 20 erhöht, ne? Komm, hör mal auf hier. Machen wir hier 200. Nicht 920, machen wir 300, glaube ich, ne? Müsste doch schon reichen. Ne, reicht noch lange nicht. Machen wir mal hier 1000. Gucken, wo wir dann sind. Da fehlt noch mehr. Ja, wieso geht da mal ein hoch, ey, Alter? Ah, bei 1000 sind noch, dann brauche ich noch 200, glaube ich. 250, glaube ich, ne? 250, so. Yes, perfekt ausgerechnet. So, dann machen wir Trade. Trade. Dann machen wir hier das Feuerholz-Inventory natürlich runter. Weil sonst bin ich gleich out of Feuerholz. Machen wir mal 1500 oder was erstmal nur da rein. Yes. So. Und dann können wir noch was ordern bei dir. So, die Seeds, die Plum Seeds. Beans haben wir. Pear Seeds brauchen wir noch. Apple Seeds, Cherry. Cheese Nut. Haben wir glaube ich auch noch nicht. Chestnut meine ich natürlich, Cheese Nut. Pepper, Wheat, das ist Weizen auf jeden Fall. Ja. Norman heißt der, weil. Custom Order from Norman. Hm, ist klar. Ja, dann tschüssi, Kowski. So, weiter geht's. Jetzt können wir eigentlich neue Felder anlegen, wenn wir wollen. Oder wir können mal zwischendurch hier was anderes anpflanzen. Im nächsten Jahr werden wir das mal dann durch switchen. Wie sieht es denn hinten aus? Meine Gebäude sind langsam fertig. Es sind nur noch 6 und 6 Bilder irgendwie unterwegs. Da sind endlich genug Stein angekommen. Jetzt, dann können die ja anfangen, den Markt zu bauen. Das finde ich gut. Und dann können wir auch die ersten Häuser hier hinten hinbauen. Vielleicht kriegen die auch einen eigenen Woodcutter hier, oder? Wobei die hier natürlich keinen Holz, sondern von da aus könnten sie Holz kriegen. Machen wir mal wie folgt. Also... Ne, wir müssen erstmal das Gebäude das drehen. Wir setzen die mal hier so hin erstmal. Und zwar machen wir da hier mal so 4 Gebäude hin. Da können erstmal 4 Leute wohnen. Im Marktplatz kriegen sie alle möglichen Lebensmittel. Hier kriegen sie hinterher das andere. Ist da schon Holz angekommen? Nicht so viel, ne? Ach, die sollen das irgendwo anders herholen. Dafür gibt es ja hier den Marktvorsteher, wenn der mal dann da ist. Ist dann der Trader, ne, der Vendor, ne, der Vendor. Theoretisch können wir 12 davon einstellen, aber brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das ist gleich fertig gebaut. Das freut mich hier im Late Summer. Ja, noch 13, noch 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, fertig. So, dann stellen wir mal ein Vent Door ein. Ja, der geht auch direkt hier arbeiten, das ist schon mal sehr gut. Der muss quasi alles hier rüber transportieren, was es irgendwo gibt. Ja. Dann wird er viel rennen müssen. Jawohl, hier werden dann 3 neue Häuser gebaut, das ist schon mal easy. Wenn die dann da sind, werden hier oben auch Steine abgearbeitet. Weil die gibt es ja hier noch. Die könnte ich eigentlich jetzt holen, gerade wo noch ein bisschen Zeit ist, ne? Ich habe ja immer nur Angst, dass die Leute mir verkühlen. Aber es ist ja noch Herbst. Ihr könnt mal hier... Jetzt wird es schon langsam... Eigentlich zu kalt dafür, dass wir das machen können. Nee, komm her, pass auf, machen wir anders. Ja, wenn ihr das jetzt macht, ist es eigentlich doof. Hört doch mal auf mit, sonst verkältet ihr. Verkältet ihr, ist geil, ne? Wo wollen die jetzt alle hin? Ach, das sind Hirsche. Ja, wenn ihr jetzt hier die Häuser baut, es ist eine lange Strecke. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ist hier eigentlich schon ein Wohnhaus? Ja, ne? Wohnt da bitte auch der Bilder und Student? Ja, das ist natürlich völlig blödsinnig. Sich da im Wohnhaus zu nehmen, ne? Na, was soll man machen? Es sind 2 Woodcutter hier ständig am Arbeiten, das ist ganz gut. Viele Ressourcen haben wir so nicht rumliegen. Lebensmittel haben wir hier. Full. Ziemlich full. Nicht ganz so full. 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 Ja, ich glaube, Lebensmittel haben wir genug. Wo ist denn die Grenze eingestellt? Bei 20.000 gerade. Achso, wir können natürlich wieder Felder umändern, ne? Hier tun wir jetzt mal Pumpkins drauf. Hier tun wir mal schön Korn drauf. Danke. Was tun wir hier drauf? Salat. Und hier Bohnen. Bohnen sind immer gut. Habe ich so das Gefühl. Das kann mich natürlich auch täuschen. Wir haben jetzt fast 80 Leute. Jungs, das geht richtig ab hier. Wir werden auf jeden Fall mehr Stonecutter einstellen. Einfach nur, weil wir es können. Das ist der nächste Händler. Guckt euch's an. Was hat der uns denn mitgebracht? Wollen wir mal gucken. Kettle. Ja, kosten 800, brauchen wir nicht. Wir haben genug Kettle, danke. Tschüss, hau einfach ab. So, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Was ist denn hier eigentlich los? Was ist das? Ach, das ist die Schneiderputze. Aber Klamotten habe ich ja genug eigentlich, ne? Was haben wir denn so rumliegen? Wolle? Mhm. Haben wir noch Leder irgendwo? Hidecoat. Was stellt denn dafür her? Ach, da steht Lederkleidung her. Ja. Wie wär's denn, wenn du Wollkleidung herstellst? Dann müssen wir einen zweiten davon einstellen. Können wir aber machen. Bitteschön. Wir haben ja im Moment genug Arbeiter und alles. Das läuft alles ganz easy gerade. Stonecutter, mehr Stonecutter. Iron haben wir noch genug. Das läuft. Feuerholz sieht ein bisschen armselig gerade aus. Wenn ich ehrlich bin. Müssen wir da eventuell noch einen bauen. Ich weiß, wir haben noch genug auf Lager liegen. Vielleicht wurde deswegen so wenig. Wir sind gerade im Frühjahr, also kann auch einiges an Feuerholz hergestellt werden. 48%. 47. Das ist aber schon ein geiles Dorf, wie viele Leute da einfach wohnen. So, die Pflanzen blühen wieder auf. Was wächst hier? Bohnen. Was wächst hier? Korn. Pumpkin und Salat. Hühner haben wir 22 auf 27. Yay, yeah, das läuft ja richtig gut. Was haben wir hier schon? Fisch und alles drin. Sehr gut. Das läuft ja alles, ne? Das läuft ja alles. Ja, ich weiß nicht, wie das mit den Bierbrauen ist. Ich würde gerne nochmal so einen anstellen und irgendwo hier so vielleicht. Der muss ja auch Zugang zu allen möglichen Sachen haben. Vielleicht auch hier hin. Ich gucke mal, ob ich den irgendwie dahin kriege. Wo ist denn der drunter? Da. Ich weiß halt nicht genau, was der braucht für Ressourcen. Da müssen wir mal gucken. Aber wenn ich den hier so hinsetze, dann müsste es eigentlich gehen, oder? Oh ja, komm, das passt. So, da wird der mal irgendwann gebaut, hoffe ich. Was ist hier hinten? Ist da schon Wohnhäuser fertig? Das erste. Guck mal, wer wohnt da? 2 Förster. Ja klar, gut, die können hier arbeiten gehen. Ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. So. Trag mal hier die Steine ab. Danke. Wenn jetzt hier ein paar Arbeiter wohnen, dann könnt ihr auch mal direkt hingehen. Wie viel gibt es denn hier auf dem Marktplatz? Schon einiges zu essen? Oh ja, da ist schon genug da.
Das heißt, die müssen die alle nicht. Firewood ist auch genug da. Firewood, da ist also, hier muss keiner frieren und so. In diesem Außenbezirk. Wer wohnt jetzt im neuen Haus? Ein Builder und ein Förster. Echt ernsthaft? Ah ja. 80 Leute haben wir in unserem Dorf und 29 Kinder. Ja. Ja, Mai.